Moin Leute, euer Bombard wieder am Bambus und heute zeige ich euch einen krassen Glitch, Leute. Und wenn ich sage wirklich krass, dann meine ich krass, denn es geht heute um ein K2K-Merch. Aber nicht irgendein K2K-Merch, nein, es ist ein K2K-Merch, wo ihr Back-to-Back glitchen könnt. Das bedeutet, ihr könnt durchgehend praktisch am Fließband Autos merchen, was das Zeug hält. Wie geil ist das denn? Und weil dieser Glitch so geil ist, würde ich euch jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen und außerdem, Leute, für die mich überhaupt gar nicht abonniert haben, abonniert mich. Das war fast die krassesten Glitches in GTA und das wäre doch ziemlich schade. Aber ich würde sagen, kommen wir doch mal direkt an. Was brauchen wir denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch, klar, brauchen wir ein Fahrzeug, was das Geber-Auto ist, so gesehen. Was meine ich mit Geber-Auto? Naja, das Auto muss schon die ganzen Tuning-Teile, die krassen Lackierungen etc. schon haben. Denn die Autos, die uns merchen möchten, kriegen später die ganzen Tuning-Teile von diesem einen Geber-Auto. Am besten nimmt ihr ein Auto, was schon gemercht bzw. gemoddet ist, mit Formel 1 Felgen zum Beispiel etc. Außerdem braucht ihr natürlich auch Fahrzeuge, die ihr merchen möchtet, am besten mehrere, denn wie gesagt, ist es ein Back-to-Back-Glitch. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch die LSK-Mitgliedschaft, denn wir müssen im LSK-Meet auch die Teststrecke bzw. das Tuning-Menü benutzen können. Außerdem brauchen wir diesen Glitch auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und zu guter Letzt müsst ihr die ganzen Jobs von Rockstar Games auf der Karte aktiviert haben. Also sprich, die ganzen Markierungen müssen sichtbar sein auf der Karte. Das Ganze macht ihr im Interaktionsmenü, falls das bei euch nicht so ist. Aber gut, ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes seid ihr mit eurem Freund in einer Sitzung. Es ist völlig egal, in welcher Sitzung, ob es eine Einladungssitzung ist oder eine Freundessitzung, das ist völlig egal. In meinem Fall mache ich den Glitch in einer Freundessitzung. Denn wir sind jetzt hier im LSK-Meet. Mein Freund ist schon drinne, ich stehe auch hier draußen. Denn wir müssen hier als erstes das Fahrzeug bestellen, was das Geberauto ist. Also sprich das Fahrzeug, was die ganzen Tuning-Teile hat. Gut, in meinem Fall habe ich hier den Turismo Classic bestellt, denn der hat bei mir die krassesten Tuning-Teile drauf, die es so gibt. Denn ihr seht es auch hier schon, Leute, der hat die Chameleon-Farben und die Felgen haben auch Chameleon-Farben etc. Das ist richtig genial. Auf jeden Fall fahrt ihr jetzt mit dem Fahrzeug auch in LSK-Meet rein. Seid ihr drinnen angekommen, müsst ihr jetzt einfach wieder einsteigen, drückt Viereck und die rechte Pfeiltaste, um in die Tuning-Garage zu gelangen. Denn wir müssen jetzt irgendwas hier umtunen. Das ist völlig egal, was sie umtunen. Ihr könnt es auch dann direkt wieder zurücktunen, wenn es am ungetunt habt. Auf jeden Fall, es muss irgendwas mal geändert worden sein, damit sich diese Tuning-Teile gespeichert haben. So, habt ihr irgendwas umgetunt, könnt ihr wieder zurück zum LSK-Meet. Seid ihr mal LSK-Meet angekommen, muss jetzt euer Freund euch zu einem Sprintrennen einladen. Das bedeutet, euer Freund setzt sich jetzt auch in sein Fahrzeug rein, es ist völlig egal welches Fahrzeug, geht ins Interaktionsmenü, LSK-Meet, Sprintrennen und Sprintrennen starten, so gesehen. Und ihr bekommt jetzt vom eurem Freund eine Einladung übers Handy, ob ihr ein Sprintrennen beitreten möchtet. Und hier geht ihr einfach aufs Handy, geht auf Jobliste und geht in diesen Sprintrennen mit rein. So, jetzt sind beide drinne und ihr beide habt jetzt einen Countdown, der ab einer halben Minute runterzählt. Und ganz wichtig, euer Freund muss jetzt hier warten, bis da die Zahl 3 steht, sprich, dass nur noch 3 Sekunden auf der Uhr sind. Denn dann fängt euer Freund an, X zu spammen, was das Zeug hält. Und zwar so lange, wirklich so lange, bis euer Freund einen Blackscreen hat. Wirklich, bis dahin muss er X spammen, was das Zeug hält. So, wenn alles funktioniert hat, müsst jetzt euer Freund einen komischen Screen haben. Das bedeutet, er ist auf der Teststrecke außerhalb seines Fahrzeugs und naja, es blinkt irgendwie. Es wird ja mal kurz hell, dann wieder dunkel, hell, durchgehend. Das hat jetzt euer Freund und das ist sehr gut. Das bedeutet, euer Freund ist in dem Modus und ihr habt jetzt einen unendlichen Blackscreen. Habt jetzt einen unendlichen Blackscreen und euer Freund ist in diesem Modus, dann könnt ihr es einfach auf die PlayStation-Taste drücken, geht ihr hier auf Freunde und sucht jetzt einen ganzen gewissen PSN-Namen. Nämlich müsst ihr jetzt jemanden beitreten, der in einer Einladungssitzung ist. Das bedeutet, ihr könntet jetzt theoretisch auch noch einen dritten Freund haben, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Aber in meinem Fall nutze ich einfach einen Bot, der das Ganze macht, der immer online ist, also optimal. Dieser Bot nennt sich Anavac1P5. So, ich habe es hier mal kurz eingegeben. Ihr geht es hier auf sein Profil drauf und ihr seht auch, dass er GTA spielt und zwar immer. Und ihr geht es hier einfach auf Beitreten und bestätigt auch jede Meldung in GTA, die ihr bekommt. So, jetzt spawnt ihr außerhalb des LSK-Meet und ihr habt einen gefrorenen Screen. Was müsst ihr machen? Ihr öffnet das Interaktionsmenü und bringt euch selber um.
Seit ihr wieder gespawnt, ist die Ansicht jetzt nicht wirklich besser geworden, denn es ist immer noch ein bisschen komisch, so ihr seht euren Charakter nicht wirklich und ja, irgendwie alles falsch. Um wieder diese normale Ansicht zu haben, müsst ihr einfach auf die Optionstaste gehen, geht auf die Karte und ihr werdet merken, dass die ganzen Jobs nicht mehr sichtbar sind. Außer zwei! Zwei Jobs sind noch da, nämlich hier oben. Und ihr müsst jetzt hier auf das Landrennen gehen und geht jetzt über Viereck auf Job starten. Seid ihr im Jobmenü angekommen, geht ihr einfach wieder raus. Und seid ihr draußen angekommen, zack, bum, bam, ihr seid ready zum Merchen. Das bedeutet, ihr fahrt jetzt zur Garage, wo die Fahrzeuge drin stehen, die ihr gerne merchen möchtet. In meinem Fall ist es hier einfach im Nachtclub, aber es ist völlig egal, welche Garage. Seid ihr jetzt vor der Garage angekommen, wo die Fahrzeuge stehen, die ihr merchen möchtet, geht einfach zu Fuß hinein und holt das Fahrzeug raus, was ihr merchen möchtet. In meinem Fall der Sultan RS. Warum der Sultan RS so besonders ist bei diesem Merch, erkläre ich euch später. So, in meinem Fall habe ich ihn jetzt hier rausgeholt und wie ihr seht auch, der ist tatsächlich komplett Standard. Er ist nicht getuned oder sonst irgendwas, er ist einfach Standard. Und das jetzt zu ändern, so gesehen, Leute, müsst jetzt irgendwie sterben. Das bedeutet, ihr könnt zwar von der Klippe springen oder ertrinken oder sonst irgendeinen Driss machen, aber es geht auch ganz einfach, ihr registriert euch einfach als CEO und bestellt über das CEO-Menü den Buzzard zu euch. Denn wir steigen hier in den Helikopter ein, sodass die Rotorblätter anfangen sich zu drehen. Drehen sich die Rotorblätter, könnt ihr wieder aussteigen und lauft einfach dagegen und zack und bam, ihr seid tot. Und achtet darauf, wie ich spawne. Ich spawne auf einmal mit dem Fahrzeug und die ganzen Tuning-Teile sind drauf. Wie geil ist das denn bitte? Und das Ganze ist auch noch zu speichern, denn euer Fahrzeug ist jetzt nicht gespeichert, müsst ihr jetzt zu LS Customs fahren und irgendwas umtunen. So, ich fahre jetzt dahin und ja, ich mache das Ganze jetzt und das Fahrzeug ist auf jeden Fall dann safe. Aber warum ist jetzt der Sultan RS bei diesem Glitch so krass besonders? Naja Leute, wenn wir hier bei Motor Tuning gehen, werdet ihr merken, dass hier keine Motorvariante ausgewählt wird, als hätte er keinen Motor so gesehen. Aber nein, Leute, hier bei diesem Sultan RS durch diesen Glitch ist tatsächlich möglich, eine fünfte Motorstufe in dieses Fahrzeug reinzutunen, was gar nicht möglich ist eigentlich. Ziemlich lustig, habe ich auch nicht vorher gesehen, aber es geht tatsächlich und er ist einfach ein bisschen schneller so gesehen. Also, wie geil ist das denn? Also, als kleiner Tipp, wenn ihr ein Special-Fahrzeug haben wollt, nehmt den Sultan RS bei diesem Merch-Glitch. Aber gut, Leute, ich habe ja gesagt, dass das Ganze hier ein Back-to-Back-Glitch ist. Sprich, mal Sultan ist jetzt gespeichert und wir können einfach direkt zur nächsten Garage fahren, wo auch ein Fahrzeug drin steht, was sie gerne merchen möchten. Es kann auch eine andere Garage sein, aber mein Video ist einfach zufällig dieselbe Nachtclub-Garage. So, sprich, ich gehe jetzt hier wieder zu Fuß in den Nachtclub hinein und nehme das Fahrzeug, was ich gerne merchen möchte. In meinem Fall ist es jetzt hier der Dune. So, bin ich jetzt mit Dune draußen angekommen, muss mich natürlich auch jetzt hier wieder irgendwie umbringen. In meinem Fall steht hier noch der Buzzard und kann einfach die Rotorblätter starten. Ich laufe wieder dagegen, zack, boom, bam, ich bin tot. Spawne mit den Dune wieder und zack, er ist auch gemerged. Wie geil ist das denn? So, folgendes Problem an dieser Sache. Der Dune ist gemerged, super. Aber das ist ja einer der Fahrzeuge, die nicht in LS Customs reingefahren werden können, da in diesem Beispiel das Fahrzeug ja eigentlich ein Pegasus-Fahrzeug ist. Aber Leute, für dieses Problem gibt es natürlich auch eine Lösung. Und zwar könnt ihr dieses Fahrzeug mit dem Give Custom Friends abspeichern. Das bedeutet, dass ihr dieses Fahrzeug jetzt in dieser Sitzung einfach eurem Freund via Give Custom Friends gibt. Das bedeutet, ihr gebt es eurem Freund und sobald es mit dem Gift Custom Friends erfolgreich eurem Freund gegeben habt, ist es auch bei eurem Freund gespeichert. Und klar, wenn ihr das Fahrzeug selber wieder haben wollt, müsst ihr es natürlich via Gift Custom Friends wieder zurückholen. Aber so könnt ihr generell Fahrzeuge speichern, die nicht in der Tuning-Garage reingefahren werden können, um irgendwas umzuschulen, damit es eigentlich gespeichert wird. So, das ist so gesehen der Notfallplan, nur dass ihr es in der Hinterhand wisst. Und by the way, falls euer Freund aus diesem Modus wieder raus möchte, muss er auch dem Bot einfach einmal komplett beitreten. Das baut er wieder im LSK-Meet und muss einfach die Sitzung verlassen. Damit ist der Modus weg und ihr persönlich seid auch aus dem Merch-Modus dann raus. So einfach geht's. Aber gut, ich würde sagen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat der Glitch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde es gerne beantworten. Aber Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Ich bin raus, euer Bombot. Ciao.